Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, es wird mich reizen, jetzt auf das Thema Bundesteilhabegesetz einzugehen. Ich habe aber einen anderen Punkt. Ich will nur so viel dazu sagen. Es gilt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt dieses Parlament so, wie es reingekommen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon mehrfach angesprochen, in diesen Wochen und Tagen ist sehr viel die Rede von Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit heißt, sagen, was man tut und tun, was man sagt. Und dafür steht diese Arbeitsministerin. Die deutsche Wirtschaft boomt, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse steigt. Das ist gut so, denn davon profitieren viele, auch der Staat, auch der Finanzminister und vor allem die Sozialkassen. Von der guten Konjunktur hat eine Gruppe aber wenig. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen bewegt sich seit Jahren kaum. Als langzeitarbeitslos gilt, wer länger als ein Jahr arbeitslos ist. Viele sind es aber schon 2, 3 oder 4 Jahre. Die Bundesarbeitsministerin hat im vergangenen Jahr 2 Programme auf den Weg gebracht, die sich sehr unterschiedlich diesem Problem nähern. Da ist zum einen das ESF-Programm zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Insgesamt stehen da Mittel für 33.000 Plätze zur Verfügung. Die bisherigen Anmeldungen zeigen, da ist noch Luft nach oben. Und dann gibt es das Programm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt mit 10.000 Plätzen für besonders arbeitsmarktferne Erwerbsfähige. Das wird gut angenommen. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir dieses Programm ausweiten. Die bisherigen Instrumente reichen aber nicht aus, um Langzeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen. Wir brauchen neue Wege, um Langzeitarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Das notwendige Geld ist zum großen Teil da. Die Mittel, die an Langzeitarbeitslose gezahlt werden, sollten besser für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt genutzt werden. Regelleistungen und das Geld für die Kosten der Unterkunft sollten eingesetzt werden, um Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Passiv-Aktiv-Tausch ist der Schlüsselbegriff dafür. Bislang verhindert der Finanzminister das notwendige Umlenken der vorhandenen Gelder. Dabei ist die Forderung ja gar nicht neu. Sie wird seit Jahren von Gewerkschaften, den Kirchen und Sozialverbänden erhoben. Diese Forderung ist richtig. Wir unterstützen sie ausdrücklich. Auch bei den Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikern unseres Koalitionspartners gibt es deutliche Sympathie dafür. Dazu haben die Kolleginnen Eckenbach und Schmidt, die Kollegen Weiß, Zimmer, Petzold und Whittaker vor einiger Zeit ein Papier vorgelegt. Und ich muss sagen, das Papier ist nicht schlecht. Naja, da würde ich jetzt nicht in diesen Tenor einstimmen. Aber in Ihrem Papier wird sehr plausibel dargelegt, wie die vorhandenen Mittel sinnvoll und konzentriert eingesetzt werden könnten, um denen eine Chance zu geben, die diese Chance ohne zusätzliche Förderung, ohne intensive Betreuung auf Dauer nicht haben. Ich zitiere: Wir sprechen uns vor diesem Hintergrund dafür aus, zunächst in einem Modellprojekt Erfahrungen mit dem Einsatz des Passiv-Aktiv-Transfers zu sammeln. Ja, dann lassen Sie uns das auch endlich machen. Die CDU im Ruhrgebiet, Frau Eckenbach wird sich daran erinnern, hat mit uns zusammen und mit den Grünen im November vergangenen Jahres eine ähnliche Forderung erhoben. Lassen Sie uns nicht immer neue Papiere schreiben, lassen Sie uns endlich handeln. Ich zitiere noch einmal aus dem Papier der geschätzten Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Warten Sie mal erstmal ab. Also, das Zitat lautet, ich bitte um Aufmerksamkeit, das ist sehr interessant. Dem christlichen Menschenbild entsprechend darf niemand dauerhaft von sozialer Teilhabe ausgeschlossen werden. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung leistet einen elementaren Beitrag zur Stärkung sozialer Teilhabe. Wir fordern deshalb, neue Wege zu erproben, durch welche die Chance auf soziale Teilhabe für Personen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen erhöht werden. Kein Mensch darf zurückgelassen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU, überzeugen Sie den Bundesfinanzminister, dass er seine Blockade aufgibt, damit wir zumindest mit ein paar Modellprojekten starten können. Das wäre gut für die betroffenen Menschen. Das wäre gut für unser Land und das wäre gut für die Glaubwürdigkeit der Politik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat